Hallo Leute, etwas spät aber doch. Die Info ist ja schon fast eine Woche draußen. Ich weiß aber nicht, ob es schon jeder gesehen hat. Bei der Allianz-Vision gibt es ja ein paar Änderungen und die einzig wichtige und große ist die, dass die ganzen Knoten auf den Karten entfernt werden, abgesehen von den Knoten zu den Minibossen und zu dem Endboss. Alle anderen Knoten werden entfernt, man sieht es hier. Auf der Map 1 gibt es dann jeweils für den Boss nur noch 3 Knoten, bei der Map 2 gibt es auch noch nur noch ein paar vereinzelte Knoten. Sie haben auch die Minibosse für Variante 2 und Variante 3 angepasst, nämlich Archangel und den Unstoppable Colossus. Bei der Map 3 haben sie auch die Minibosse geändert, nämlich Variante 1 ist die Jubilee, Variante 2 Sabertooth, Variante 3 Gambit. Und auch hier bei der Map 3 sind alle Knoten entfernt. Nur die Boss- und Miniboss-Knoten sind noch da. Bei der Map 4 gibt es auch eine kleine Änderung. Die Minibosse für Variante 1 werden geändert auf Nightcrawler und Variante 3 zu Magic. Außerdem werden ein paar Champions in Variante 1 bis 3, nämlich Knoten 17 und 38, da wird Hyperion ausgewechselt gegen Medusa. Und auch hier sieht man nur die Boss- und Miniboss-Knoten. Map 5. Es gibt auch Miniboss-Änderungen, nämlich Variante 1 wird Storm Pyramid X und Variante 3 Rogue. Und die versteckten Champions werden nicht mehr versteckt sein. Map 6 wird die Variante 2 auf Longshot geändert und die Variante 3 der Miniboss wird Mr. Sinister und der Champion, der auf dem Knoten 44, ein Stunning und Nick Fury, wird gegen einen Falcon ausgetauscht. Und auch hier eine Menge an Knoten entfernt. Man sieht es hier, in Season 8 hat es 54 Knoten gegeben und in 8.5 gibt es nur noch 26 Knoten. Map 7, da sind natürlich die größten Änderungen. Es werden die ganzen Knoten entfernt. Man sieht es hier, anstelle von 62 Knoten wird dann nur noch 28 Verknotungen geben. Variante 1, das ist der Magneto, wird auf Omega Red gewechselt und in Variante 1 wird auf Knoten 52 der Void mit Counter Tactics, ich glaube, das ist der schwierigste Kampf in der ganzen Map 7, wird auf Taskmaster umgewechselt und er bekommt auch ein paar andere Knoten. Combo Party ist aber trotzdem noch dabei. Not, also Knoten 101, die Vase von Do You Bleed wird gegen eine die Unsichtbare ausgetauscht und Domino auf 123 All or Nothing wird gegen Omega Red ausgetauscht und die kinetische Transference war 2 und wird jetzt auf 1 reduziert. In der Variante 2 wird auch der Void gegen den Taskmaster ausgetauscht und der Knoten 26, der Daredevil, wird gegen einen Thor Ragnarök ausgetauscht und in der Variante 3 der Knoten 101 und 110, die Wasp und die Domino, wie auch schon in Variante 1, werden ausgetauscht, aber die Domino wird nicht gegen einen Omega Red, sondern gegen einen Nehmer ausgetauscht. Und man sieht hier die Map 7, die sieht gleich mal um einiges angenehmer aus, weil die ganzen Zwischenknoten im ersten und zweiten Sektor und auch im dritten Sektor, das ist alles weg. Da kann man jetzt wirklich gut durchlaufen, wie man die Energie hat. Also ich finde das eine richtig geile Änderung, dass sie das jetzt auch in der Allianz-Mission nachgezogen haben. Im Allianz-Kriegs haben sie ja schon seit der letzten Saison angefangen, dass sie da die Knoten entfernen. Und ja, ich finde das eine gute Entscheidung und ich glaube, dass jetzt vielleicht die eine oder andere Allianz auch mal die Map 7 probieren wird, weil das vom Zeitmanagement jetzt viel leichter geworden ist. Also, ich hoffe, ihr habt die Infos alle aufgenommen und wenn euch das Ganze geholfen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!